Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wie man sieht, die Zeit vergeht. Und dass sie vergangen ist, sieht man daran, dass ich einen neuen Haarschnitt habe. Nach 8 Monaten Corona-bedingter Haarschnittpause war ich gestern beim Friseur. Und meine Friseurin hat gemeint, ich sehe aus wie Jesus. Und heute sehe ich wieder 10 Jahre jünger aus, glaube ich jedenfalls. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich freue mich immer wegzufahren, auf Tour zu gehen, aber ich freue mich genauso, irgendwann auch wieder zurückzukehren. Und dieser ständige Wechsel zwischen wegfahren, losziehen und heimkehren, das gefällt mir mein ganzes Leben lang schon gut. Und ich wäre nicht der Typ für ein permanentes Rumziehen, für ein permanentes Nomadisieren, das ist nicht mein Ding. Heute halte ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder meine GoPro-Kamera in der Hand mit der Einstellung 4K und 60 Tralala und ja, auch meine gute, hochklassige Panasonic-Kamera, mein Profi-Camcorder, der kommt in Kürze auch wieder zum Einsatz. War lange nicht im Einsatz und das hatte 2 Gründe. Grund Nummer 1, ich wollte mal probieren zu filmen, zu fotografieren, ausschließlich mit Solarstrom. Und dafür habe ich meine Bemühungen, ja, tagtäglich ein Videotagebuch online zu stellen, auf mein Tablet reduziert. Das heißt, in den letzten Wochen on Tour sind meine Videos entstanden täglich mit meinem Tablet. Das Tablet war permanent eigentlich angeschlossen an ein Faltpanel, ein Solar-Faltpanel, was hinten auf meinem Kajak festgebunden war. Und so konnte ich mit einem Gerät alles gleichzeitig machen, auch online stellen auf YouTube. Das Experiment ist gelungen. Ich konnte auf den Touren Elbe, Regen, Bayerischer Wald und Fränkische Schweiz immer meinen Strom selbst produzieren, war mit dem Resultat der Kurzvideos mit dem Small-Programm, Videoschnittprogramm, recht zufrieden. Natürlich nicht vergleichbar. Full HD ist einfach nicht mehr vergleichbar mit 4K oder heute mittlerweile 8K. Aber unterwegs kann ich eh kein 4K hochladen, weil das über meinen Mobilfunkvertrag mit der Telekom einfach zu teuer wird. Ja, und deshalb die Geschichte mit dem Tablet. Jetzt bin ich sogar so bekloppt gewesen und habe mein 300-Euro Tablet getauscht gegen ein 930-Euro Tablet. Das günstigere Tablet bekommt jetzt meine Tochter Samira. Das teure habe ich jetzt gerade erst im Einsatz, muss es noch in Schuss bringen, muss es noch so hinkriegen, dass es auch funktioniert. Aber mit 3 Fotogeräten auf einer Tour, auf einer Paddeltour, auf einer Outdoor-Tour mit permanent im Schnitt 30 Kilometer am Tag paddeln, laufen, Zelt aufbauen, Zelt abbauen, im Zelt pennen, das geht nicht mit 3 Kameras gleichzeitig. Und so werde ich auch in Zukunft, wenn es möglich ist, meine hochwertigen Kameras einsetzen und Videos auf 4K produzieren. Und wenn das nicht gut ist, dann erfolgte die ganze Geschichte mit meinem jetzt sündhaft teuren Samsung S7 Plus 5G oder so. Ja, und das, was ich jetzt noch auf den SD-Karten hatte von unserer Elbe-Tour, das habe ich gerade noch mal auf meinen Laptop geladen und mache damit mal noch eine Nachlese unserer geilen Elbe-Tour im Juni 2021. Ja, seit heute Morgen, 7 Uhr, Samstag, 29. Mai 2021, sind wir auf dem Weg zu unserem neuen
Elbe-Paddel-Projekt, was uns zunächst in die Elbe-Stadt Elster bringt und dann später weiter nach Königstein, kurz vor der tschechischen Grenze. So, hier biegen wir ab von der Autobahn Richtung Kassel nach Erfurt und dann geht's weiter Richtung Osten. Hinter mir im Dacia Logan fährt meine Tochter Samira. Wir fahren mit zwei Autos dieses lange Kanu-Projekt, Paddel-Projekt. Nicht nur Kanu, sondern Stand-up-Paddel plus Schlauchboot-Paddel-Projekt über 500 Kilometer auf der Elbe über 4 Wochen. Dazu benutzen wir 2 Autos, damit wir die Transfers, die notwendig werden, um das Auto vom Start zu dem Auto, zu dem Zielort, jeweiligen Zielorten nachzuholen. Dafür benutzen wir diesmal 2 Autos und keine Deutsche Bahn. Seit gestern hat die üble Durststrecke, diese 2 Monate andauernden Eisheiligenhaben, aufgehört. Gestern war es im Westerwald sogar sag und schreibe 14 Grad. Jetzt auf dem Weg nach Osten. Heute kommen wir von hessischer Sonne in sächsischen Regen. Aber der wird uns nur noch heute betreffen. Ab morgen früh, wo wir aufs Subboard und Kanu auf der Elbe unterwegs sein wollen mit unserem kompletten Zeltgepäck und 2 Hunden. Da soll das Wetter auch in Sachsen ein wunderbares Paddelwetter werden. Ich bin gespannt. Befinden wir uns in Coswig-Anhalt. Hier waren wir letztes Jahr schon, hatten wir unser Lager beim dortigen Kanuverein. Und gerade habe ich die Idee, weil hier auch ein Eiscafé ist, dass wir unser Auto, Samiras Auto, hier in Coswig abstellen. Das ist etwa 27 Kilometer weiter flussabwärts von Elster, wo wir ursprünglich hin wollten. Also, wir sind jetzt ausgesprochen flexibel und schauen mal, ob wir tatsächlich hier unser Auto abstellen können beim Kanuverein. Ich nehme mal ganz scharf an, dass meine Tochter Samira, die hinter mir fährt, sich gerade absolut wundert, was ich hier eigentlich mache. Denn eigentlich war unser verabredetes Ziel Parkplatz vor dem Kanuverein von Elster. Und jetzt steuere ich einfach den Kanuverein Coswig an. Aber das liegt einfach daran, dass Coswig auf dem Weg nach Elster liegt und ich auch der Meinung bin, hier könnte das Auto von Samira ja günstiger stehen wie in Elster. Dann schauen wir mal, was hier jetzt abgeht. Ob das kein Problem ist. Kaum zu glauben, aber Tatsache, flexibel wie wir sind, haben wir blitzartig und per Zufall einfach unseren Plan geändert, nämlich unser Auto, Samiras Auto, steht jetzt nicht in Elster beim Kanu-Club, sondern in Coswig beim Kanu-Club. Hier waren wir schon mal, Coswig-Anhalt. Hier ist das Vereinsgelände groß, wunderschön, ein bisschen außerhalb von der Stadt. Und hier haben wir gerade gecheckt, dass wir Samiras Auto hier
ein paar Tage stehen lassen können. Und das ist einfach geil, flexibel, schnell, super, cool. Coswig Anhalt steht jetzt am Kanuvereinsgelände des Kanuclubs Coswig für einige Tage Samiras Auto. Und wenn wir hier anlanden, in circa einer Woche, dann werden wir mit diesem Auto mein Auto in Königstein abholen, hierher. Ja, ist ja egal, hier ist jedenfalls cool. Hier ist auch schön zum Ruhetag machen oder so. Ich gehe noch mal gerade ans Wasser. Wie man sieht, hat die Elbe aktuell, bedingt durch heftige Niederschläge in den letzten Wochen und Tagen, ein ordentliches Wasser, kein Hochwasser, aber ein guter, ordentlicher Mittelwasserstand, auf dem das Kanufahren und auch das Subboardfahren bei guter Strömung garantiert Mordspaß macht. So, jetzt ziehen wir weiter nach Königstein und hoffen, dass wir da gute Bedingungen antreffen, um dort zu parken und zu übernachten. Allmählich unserem Einsatzort Königstein. Königstein liegt etwa 50 Kilometer oberhalb, flussaufwärts von Dresden und 17 Kilometer von der tschechischen Grenze, dem Grenzort Schmilka, entfernt. Vor uns eine dunkle Wand, das heißt, dort in unserem Einsatzgebiet regnet es aktuell noch. Unseren Startort Königstein direkt an der Elbe erreicht, 17 Kilometer vor der tschechischen Grenze. Königstein ist ein sehr schöner Ort, gefällt mir hier immer wieder gut, hier hinzukommen zum Paddeln. Hier kann man natürlich auch wandern. Astrid war letztes Jahr hier in der Sächsischen Schweiz im Elbsandsteingebirge wandern. Ich kann nicht mehr wandern, deswegen ist es cool hier zu paddeln. Da vorne ist die Eis, die wo immer das fette Eis ist. So, jetzt geht es hier wieder raus. Und Schulter. Und jetzt? Okay.
Sie bitte in die da, wo Sie. Also hier mit dem Kano Aktivtours Laden, da haben wir einen Glücksgriff gemacht, dass uns eine Mitarbeiterin kontaktiert hat, dass wir auch hier unser Auto stehen lassen können, da der Campingplatz ganz in der Nähe noch geschlossen ist, Corona-bedingt geschlossen ist. Und hier ist einfach ideal. Die Firma tut mir etwas leid, weil gerade diese Wassersportfirmen, die mit Menschen agieren, die haben natürlich unter Corona besonders gelitten. Letztes Jahr schon, dann im Sommer plötzlich überschwemmt von Menschenmassen, was auch schwierig war. Und jetzt wieder in diesem Jahr 2021 noch keinen einzigen Cent verdient.
Das sieht nicht so aus. Steht dran? Okay. Nein, komm. Yep. Boah, ja, nicht mach. Platz. Platz. Ja, fantastisch. Platz. Platz. Ja.
wir landen an. Die Hunde müssen mal dringend ein bisschen laufen, pinkeln. Bleib, Fly! Bleib! Bleib! Jetzt. Irgendwie kommt mir das Boot schwerer vor wie bei der Loire-Tour. Oh Mann. Nein, so nicht. Sehr cool. So, wir befinden uns jetzt in Laubegast und hoffen, dass wir auf der Zeltwiese von Laubegast, vom Kanu-Club Laubegast, heute Nacht campieren können. Ja, hier befinden wir uns auf der Zeltwiese vom Kanu-Club Laubegast. Der Kanu-Club hat Corona-bedingt noch geschlossen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass uns hier niemand wegjagt. Ja, wir befinden uns hier auf der Zeltwiese des immer noch geschlossenen Kanu-Clubs Laubegast. Hier haben wir uns gestern Abend niedergelassen, weil wir vor Dresden keine Alternative mehr hatten. Und wir werden in den nächsten Tagen sicher noch weiterhin auf verschlossene, Corona-bedingt geschlossene Kanuvereine treffen, hoffen aber immer, dass wir trotzdem deren Zeltwiesen am Fluss nutzen können, so wie wir das heute gemacht haben.
Und es war hier super schön wie immer. Unser vierter Tag on Tour, frühmorgens, immer das etwas mühsame und langwierige Zeremoniell, ich krieg langsam auch Wortfindungsstörung, sagt die Samira, ja, das ist so, aber was ich sagen wollte, geil ist es. Verdammte Scheiße, geh doch rein, Alter. Dann schreiben Sie mich wieder alle an, ob ich nicht mit Ihnen fahren möchte. Ja, als Behindertenbetreuerin. Hatte ich ohne Scheiß schon. Also nicht als Behindertenbetreuerin, aber mich haben schon zwei alte so. Typen angeschrieben, ob ich nicht mit Ihnen Wohnmobil. Also es wird ja mit meinem Vater auch unterwegs und nach Spanien, Portugal. Ja, hammerhart. Sie würden auch die Reisekosten übernehmen, so mit ihr, ob ich mit Ihnen im Wohnmobil fahre. Oh, so Sugar Daddy oder was? Nee, ich glaube eher so Fans halt, die dann jetzt meinen, ja, wenn ich das. Gib mir mal meine Box und meinen Paddel. Ja, kann dann auf die Idee kommen, dass die mir viel zu langweilig werden, wenn. Also nicht so als Sugar Daddy, aber so als, ja, weiß ich nicht. Nette Reise. Ja, wie heute wohlhabende Männer meinen, sie können sich junge Frauen kaufen. Halleluja! Vielleicht hast du mein Paddel. Heute Nacht hat mir einer geschrieben, ich soll mir nichts draus machen, er muss sein Gehirn auch ständig resetten. Ja, bei mir nutzt das Resetten auch nichts mehr. Du resettest das, glaube ich, eher viel zu häufig. Dann kommt die absolute Funktionsstörung. Fly, du bist dran. Komm! Und sitzt Schwanz weg bei der Kamera. Okay, gut.
gute Idee. Ja. Ja, nach 21 Kilometern machen wir hier etwa 4-5 Kilometer hinter Meißen Stopp. Wir haben heute 21 Kilometer gepackt, aber vor uns liegt eine Gewitterfront. Wir hören den Donner, wir sehen, wie sich dort ein Gewitter ausbreitet. Und wir haben jetzt hier abgelegen, im Ufergras, eine Stelle gefunden, wo wir Zelte aufbauen können. Und das tun wir jetzt zügig. Wir hängen jetzt das Board von Frischer an mein Schlauchboot und wir schleppen Frischers Wassergefährt ab bis zu dem Moment, wo er irgendwo hoffentlich am Ufer auftaucht. Warte!
Sitz! Sitz! Hier, komm her! Komm her, komm her! Hier, sitz! 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 Platz! Mach Platz! Wie man sieht, sind wir wieder auf dem Fluss, vierter Tag. Wo sind sie? Das ist ein Storch. Dann kommen wir jetzt in das norddeutsche Storchenland. Das ist kein Storch. Doch, das ist eine. Das ist schön. Ja, wie man sieht, sind wir wieder auf dem Fluss, vierter Tag. Unser Biwakplatz an der Elbe am vierten Abend unserer langen Tour erinnert uns ein bisschen an unsere zahlreichen Touren in schwedischer, skandinavischer, aber auch französischer Wildnis, zum Beispiel letztes Jahr auf der Loire, da hatten wir immer so schöne Plätze wie heute Abend auch hier an der Elbe. Ja, von den 560 anvisierten Elbe-Kilometern haben wir aktuell 107 zurückgelegt. So diese Geschwindigkeit in vier Tagen 107 Kilometer, sowas werden wir wohl, wenn wir nicht gerade mit hartem Gegenwind zu kämpfen haben, die nächsten Wochen auch so durchziehen können. Ja, heute die fünfte Nacht on Tour, biwaktechnisch an den, Samira sagt gerade die vierte Nacht, haben wir einen wilden Biwakplatz an einem großen Anglersee, einem Nebensee der Elbe, vermutlich ein ehemaliger Baggersee, wunderbar. Eine Menge Angler um uns rum und wir haben hier einen coolen Zeltplatz, einen Campground von ihnen ergattert. Hat auch keiner drüber gemeckert und hier haben wir eine coole Nacht verbracht mit Loire-Feeling, mit Wildnis-Feeling, mit dem Leben, wie wir es schätzen und lieben, fernab von Menschenmassen, fernab von Trubel. Und das Schöne hier für uns an der Elbe ist jetzt auch die Tatsache, dass am Fluss entlang so gut wie keine Straßen verlaufen und die Elbe einfach weit, still, ruhig und wunderschön für uns ist. Thank you.
Wir befinden uns hier am Bootshaus, am Kanu-Bootshaus von Coswig, wo es immer wieder schön ist zu bivakieren auf einer schönen großen Wiese und einem wunderschönen Elbe-Badestrand. Ja, könnte auch mal gepflegt werden. Leicht verrottet. Ja, ich kann. Hier vor der eigenen Haustür. Wäre ich so wie der Krischer, würde ich jeden Tag mit Bootswachs arbeiten. Halt deinen Rand und Paddel. Jeden Tag beschäftigt, von morgens bis abends, das Boot hier vom Schlamm zu befreien. Verdammt. Das mit dem Ischi aus am Arsch. Oder Höckelkopf. Sakramento. Ist auch noch mit den Leinen verhettert. Hab ich ja. Leih, du kommst gleich. Einen Moment. Ja, du kommst gleich. So, Fly, jetzt warte, warte, bleib, bleib, ich komme ja. Und, hey, okay, und sitz, sitz. Absitzen, abdehnen. Hoffentlich stimmt unsere Theorie. Wir befinden uns heute auf unserer Elbe-Bootswanderung in Angermünde, Tangermünde. Das heißt, zwei Drittel unseres Elbe-Projekts 2021 liegt bereits hinter uns. Und in den letzten Tagen habe ich ausschließlich mit meinem Billig-Tablet Fotos und Videos angefertigt und YouTube-Clips hochgeladen, weil ich einfach mal easy going machen wollte mit auf dem einfachen Weg. Und dadurch sind jetzt
Aufnahmen hier mit meiner GoPro und mit meiner großen Panasonic Profikamera sind zu kurz gekommen, macht aber nichts. Ich mache jetzt hieraus demnächst noch ein paar Restvideos mit Rest- und Bildmaterial. Aktuell ist mein Tablet-Akku leer, deswegen habe ich hier meine GoPro 8 wieder in der Hand und lade gleichzeitig im Bootshaus des Ruderclubs Tangermünde alle Kameras und vor allen Dingen alle Powerbanks wieder auf, damit wir die nächsten Tage wieder genug Saft für unterwegs haben. Ja, wie man sieht, ist aktuell ein heftiger Wind über Norddeutschland und insofern ist es ganz gut, dass wir jetzt morgen die Autos umfahren nach Lauenburg. Und bei dem Wind wäre jetzt Paddeln heute nicht möglich. Ja, gut gemacht. Was mir gefällt hier, ist die schöne Farbgebung der Fachwerkhäuser. Mal ein bisschen was anderes wie 0815.